Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem persönlichen Wochenhighlight. Heute wird flambiert. Es gibt auf der einen Seite typisch klassisch Crêpe Suzette, auf der anderen Seite flambierte Erdbeeren. Wir schauen uns ganz kurz die Zutaten an. Wir haben einmal logischerweise unser Mise en Place, Butangas mit den Vorlegern. Wir brauchen Zucker, ca. 5 Gramm Butter, etwas Zitrone, um den Zuckersatz zu lösen, frische Orangen, etwas Orangensaft für den Fall, dass der Saft nicht ausreichen sollte, die Crêpe, als Alkohol nehmen wir Grand Marnier und zum Flambieren einen schönen Cognac. Dazu das Flambiergerät, das ihr schon kennt. Dieses bauen wir zuerst wieder zusammen, die Falle runternehmen, darauf achten, haben wir gelernt, den Brennbereich umdrehen, alle Schalter auf Null, kontrollen, jawohl, die Patrone einlegen, ihr seht die Kante hier, der Nippel hier, ich mache es absichtlich falsch und hört bitte zu, gehört, das Klicken müsst ihr hören, dann ist alles gut. Jetzt könnt ihr, wenn der Schalter auf Null ist, das Gerät einschalten, indem ihr den Hebel von oben nach unten bewegt, zack, und einen kleinen Test macht, Gerät brennt, super. Pfanne nicht draufstellen, wir kommen zur zweiten Kategorie. Unsere flambierten Erdbeeren mit Acapulco. Mein Lieblingsrezept aus meiner Ausbildungszeit. Besten Dank an Jürgen Raube, er hat gesagt, ich darf das nennen. Das war das Erste, was ich bei Jürgen gelernt habe. Und bei mir zu Weihnachten gab es zum ersten Mal flambierte Erdbeeren. Frische Erdbeeren. Achtet darauf, sie möglichst gleichmäßig zu schneiden, damit sie gleichmäßig gar werden. Und auch hier das Mise en Place in der Reihenfolge, wie ihr es kennt, die Brenngeräte. Zucker, Butter, Zitrone, Orangensaft. Hier haben wir etwas Drambuie genommen, auch ein Orangenlikör. Orangensaft und Orange hatte ich gesagt. Und etwas Pfeffer zum Würzen nachher. Ist komisch, schmeckt aber super. Auch hier das Gerät machen wir an, indem wir einen kurzen Check machen. Die Patrone einlegen. Was wieder falsch, schaut nochmal zu. Da war das Klick, okay, jetzt passt es. Jetzt geht der Patron rein und wir machen einen Test und die Geräte laufen. Gut, achtet beim Flambieren darauf, es ist nicht ganz ungefährlich. Ihr solltet immer darauf achten, dass die Flamme nicht zu hoch aus der Pfanne herausschlägt. Bei dieser Art, die wir heute wählen, kann das gar nicht passieren, weil wir ja auch Flüssigkeit, nämlich Karamell herstellen. Und wir flambieren quasi nachher diese Erdbeeren und die Crêpe innerhalb der Karamellflüssigkeit. Also ist die Gefahr des Verbrennens nicht ganz so hoch. Gut, die Geräte brennen. Ich denke mal, wir machen jetzt einen kurzen Break. Ich bereite die restlichen Handgriffe vor und dann sehen wir uns gleich zum Flambieren. Bis gleich. So, es ist Showtime, meine Damen und Herren. Also, fangen wir an, setzen die Pfanne auf. Das könnt ihr mit etwas Show machen, wenn ihr wollt, ein bisschen drehen. Wollen die Gäste nicht. Nehmt am besten immer die Griffe nach links. Vergessen hatte ich die Servietten. Die kleinen Servietten brauchen wir, wenn der Henkel zu heiß wird. Und wir geben den Zucker in die Pfanne, wie wir es gelernt haben. Man sagt im Regelfall einen Löffel pro Person. Wenn ihr nachher 5 Personen habt, solltet ihr natürlich nicht 5 Löffel nehmen, denn dann wird es zu süß. Ich nehme mal 2 bis 3 Löffel, dann reicht das. Ihr habt auch schon gesehen, die Pfannen sind unterschiedlich groß. Das heißt, wir haben eine unterschiedliche Temperaturentwicklung. Rührt nicht in der Pfanne herum. Der Zucker muss jetzt anfangen zu schmelzen. Bei diesem Schmelzen wird der Zucker karamellisiert und braun. Dadurch verliert er seine Süße. Also ihr müsst darauf achten, dass die Farbe wirklich schön goldgelb wird. Die Kunst dabei ist halt einfach, das Ganze nicht verbrennen zu lassen. Jetzt können wir gar nicht viel tun. Ah, ihr seht, in der kleinen Pfanne geht schon los. Bewegt die Pfanne ein bisschen. Und die große dauert noch ein bisschen. Ja, aber es ist nicht so schlimm. Ist auch ganz gut, wenn die Kleine ein bisschen schneller ist, dann kann ich immer von rechts nach links arbeiten, das passt ganz gut. So, ihr seht, der Zucker wird erstmal nur hell. Durch das Schwenken verlagern wir halt eben die Zuckerkristalle. Und jetzt lassen wir das Ganze etwas goldgelb. Ihr seht, hier wird es auch langsam schon flüssig. Das dauert zwar ein bisschen, aber passt ganz gut. Wenn ihr die Pfanne ein bisschen bewegt, könnt ihr ein bisschen Druck aus dem Kessel nehmen. Und ihr seht, es wird langsam gold. Bevor es euch verbrennt, nehmt ihr die Pfanne runter. Und nehmt die Butter. Gebt die Butter in die Pfanne, ihr seht schön goldgelb. Links passiert nicht viel, alles wunderbar. Lasst die Butter einfach durch die Pfanne wandern.
Stechen die Zitrone, die vorher gewaschen sein muss und halbiert. Kerne sind raus. Und reibt einmal schön über den Pfannenboden. So, die andere Pfanne ist auch soweit. Nur ein bisschen Temperatur raus, dann können wir hier weiterarbeiten. Ihr seht, kein Problem, ich habe einfach ausgemacht. Nehmt eure Orange und presst sie auf. Bewegt dabei die Gabel. So, aus technischen Gründen arbeitet ihr mit Orangensaft und wird ein bisschen schneller. So, nehmt auch hier hochwertige Säfte, dann kann nichts passieren. So, hier nochmal stehen geblieben bei der Butter. Auch hier wieder die Zitrone anpieksen. Auf der Seite kann gar nichts passieren. Wir machen das aus. Gehen schön mit der Zitrone herein, ihr seht. Der Zucker löst und der Schaum ist sehr schön. So, auch hier die Orange. Auch hier zur Vereinfachung. Wenn ihr keine frischen Orangen habt, geht es natürlich auch gleich mit dem Saft. So, jetzt können wir wieder Gas geben, Geräte an, wir kennen ja unsere Geräte, wir müssen gar nicht schauen. Alles läuft ganz wunderbar. Hände sind schmutzig, gut. So, jetzt parfümieren wir die beiden Flüssigkeiten, die Marinaden. Bitte gebt nicht mit dem Vorleger in die Pfanne, wir wollen den Zucker nicht herauskratzen und am Vorleger kleben haben, wir wollen den Vorleger nachher sauber haben. In der Zwischenzeit, wo nichts passiert, können wir ein bisschen aufräumen, mit den Gästen uns unterhalten. Es riecht ja auch sehr lecker. So. Wenn wir Alkohol in die Pfanne geben, nehmen wir immer den Alkohol, am besten in ein kleines Behälter, und nehmen die Pfanne runter und gießen den Alkohol hinzu. Dann erst die Pfanne wieder auf die Hitzequelle stellen. So, wir schauen mal. Ja, das läuft doch gut. So, jetzt wird langsam der Griff auch heiß, ich merke das. Dafür ist unsere Serviette gedacht. So, auch hier. Hier haben wir jetzt den Dramui. Oh. Schade, dass wir keinen Geruchsfernsehen haben. Ihr würdet euch wundern, wie gut das riecht. So, jetzt kommt ein kleiner Break, weil jetzt müssen wir reduzieren lassen. Euch dabei zuschauen zu lassen, das würde einfach zu lange dauern. Deswegen machen wir jetzt die Kamera aus und schalten wieder ein, wenn der Karamell fertig ist.